Willkommen zu einem neuen Part hier in EU4 und wir haben uns im letzten Part vorgenommen, Krieg gegen Ungarn zu führen, und das machen wir jetzt auch. Und ich mute mich mal kurz. Hi Tobi, ich zieh dich mit dazu, okay? Ja, yep, hau rein. Ah, Heiko, wir haben übrigens gerade die alliierte Armee 50.000 gegen 20.000. Die Verteidigung von Wien. Gewonnen. Wir haben Wien entlagert. Ich nehme an, wenn ich Rückeroberung mache, dann darf ich nur rückerobern, gell? Ja, macht Sinn. Nein, du darfst auch Provinzen annehmen, die du nicht rückeroberst. Okay, gut, danke. So, Ferra ist jetzt mit dabei, aber Tobi, das kriegen wir hin. Wir haben übrigens gerade die ungarische Armee im Süden vernichtet, Heiko. Ah, ja, okay. Die ist auch tot. Vielleicht wipen wir die. Ja, die ist gewiped. Wir haben 12.000 Ungarn mit 2-Sterne-General gewiped. Venedig, wir müssen ewig verbündet bleiben. Wir gewinnen. Das italienische Bündnis. Die italienische Konföderation. Noch so. Ort? Hier ist Schottland. Ich kündige mal das Bündnis mit dir wieder auf, ne, weil das bringt eh nicht so viel. Ja, nee, das bringt uns nicht so viel. Wie am Arsch ist Ungarn? Kann ich in Ruhe belagern oder ist das zu risky? Ja, die sind wirklich am Arsch. Wir haben gerade massiv gewonnen. Aber du sollst dich beeilen, weil der Österreicher kommt sonst zurück wieder. Du kannst dir vor reingehen, Heiko. Kein Problem. Okay. Da, wir holen uns jetzt hier Mailand. Massenmobbing. Ja. Ah, die fliehen schon. Die haben schon Angst. Ich habe irgendwo Schützen der Hand des Marktes gelesen. Kann das sein? Ich habe mir das eingebildet. Die unsichtbare Hand, genau. Von Adam Smith? Ja, genau. Ich habe nämlich vorher darüber geredet, ganz kurz, also ganz absolute Kurzfassung, warum die Fleischsteuer meiner Meinung nach gut wäre. Es gibt eben Kosten, die entstehen, nicht bei der Produktion. Jeder, der BWL studiert, dem wird jetzt langweilig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel CO2 ausstoße. Ja, wenn ich CO2 ausstoße und da stirbt jemand ganz hart gesagt an Lungenkrebs, dann muss es ja irgendwer zahlen. Im Regelfall die Kasse, aber was die Kasse, also im Endeffekt zahlt es jeder. So, die Kosten trägt die Allgemeinheit, der Staat oder eine einzelne Person. Diese Kosten entstehen aufgrund des CO2-Ausstoßes. Die entstehen aber nicht dem, der sie produziert. So, das sind externe Kosten. Und wenn man jetzt diese externen Kosten wieder dem Kostenträger zuweist, indem man zum Beispiel CO2-Ausstoß besteuert in der Form, in der die externen Kosten entstehen, dann hat ein Produkt wieder genau den Preis, den es gesellschaftlich auch gezahlt werden muss. Und erst dann, sobald der Preis wieder realistisch ist und stimmt, kann die Marktfunktion, dass der Markt sich selber reguliert, wieder greifen. Weil der Markt kann sich nicht regulieren, wenn ein Produkt nicht den Preis hat, den es haben sollte. Oh, so, das sehe ich jetzt nicht zu. Ja, da kann man drüber diskutieren. Das war jetzt auch sehr knapp gefasst. Mann, wieso bist du so ein Keynesianer oder nee, warum? Nee, aber ein Scherz. Ich fand, das hast du gut erklärt. Da muss er mal dagegen was sagen. Auf nach Wien. Schnarch. Ja, genau, Maxi, der schläft auch ein. Ach, Alina, du bist hier. Ja, wir wollen. Ich hab dich am Lachen. Wir dachten, wir kommen jetzt hoch in der Fleischsteuer. Und wollten das mit anhören. Obst und Gemüse sollen besteuert werden und Fleischsteuer aufgehoben werden. Aber Heiko, das ist schon schwach, dass du erst in Krieg eintrittst, wenn Ungarn nur noch 8.000 Truppen hat. Naja, ich hätte auch. Ja, das stimmt. Das machen wir alleine. Alleine machen wir das. Heiko, also du musst uns sagen, wir nehmen dir gerade die ungarische Armee weg. Ja. Ich bin euch sehr dankbar, also wirklich sehr, sehr dankbar, weil ich kann hier jetzt das einfach. Was hältst du eigentlich von eurem Bündnis? Du hast noch genug Slots noch frei. Oder? Ich habe gar keine Slots frei. Achso. Schade. Ich hab, glaube ich, noch einen Slot frei. Ganz schwach, wenn die Leute zu verwirren. Ey, Novgorod hat noch einen Slot frei. Ich regel das, kein Problem. Heiko, ja. Und wir haben gewonnen. Der Typ, der da und labert, der ist echt nervig. Ey. Nee, ich finde ihn super. Ich habe ihn extra zum Livestream eingeladen, weil ich ihn so sehr mag. Heiko, du musst ja nur das Bündnis mit Tobi aufbrechen. Ihr könnt doch einfach ein Bündnis mit Tobi schließen. Wisst ihr, was der Grund ist, warum ich niemals das Bündnis zu Tobi aufheben würde? Venedig. Er hat mir vorher ein Bier aus dem Kühlschrank gebracht. Guck, da haben wir es doch. Und er hat reinspucken können, willst du das sagen? Guck mal, was Tobi macht. Nein, ich hab's aufgemacht, als ich im Zimmer war. Ja, stimmt. Tobi, willst du nicht mal deine Darlehen zurückzahlen? Tobi, darfst Darlehen? Ich kann deine Schulden für dich übernehmen. Warte, wenn du groß machst. Aber ich habe gerade nicht so viel Geld. Darlehen. Ich meine, ich habe die Spielmechanik, dir Darlehen abzunehmen. Das heißt nicht, dass ich es tatsächlich effektiv jetzt in diesem Moment. Beziehungsweise, Tobi, du könntest doch mal deine Mission, die du abgeschlossen hast, abschließen. Kannst Auswahl aus der Belagerung machen. Brauchen wir doch. Stimmt. Wo ist denn die Mission nochmal? Da ist oben rechts der Banner mit der Fahne. Oh, wir sind so gut. Es gibt eine Steuer darauf, Maxi, weil es alles eine stimmt. Steuer gibt, außer Kerosin. Fahne. Fahne! Ich dachte aber irgendwie, ich habe neulich was gelesen, dass es auch nicht ganz richtig ist, sondern dass es irgendwie schon besteuert wird. Nein, wird es nicht. Gar nicht? Nicht. Nein. Weil ich habe von... irgendwie besteuert. Nee, nicht Sigma. Flüge und Kerosin wird nicht... Also die herrscht... Die Sachen, was in Kerosin reinfließen, ja. Aber der Verkauf von Kerosin... Wir sollten fliehen, wir fliehen. Wieso flieht ihr? Achso, nee. Ja, er hat einen Berg angegriffen. In Westitalien. Tobi, kannst du mir. Wobei, du musst die Belagerung nicht geben, alles gut. By the way, Tobi, ich hab dir ein bisschen finanzielle Unterstützung geschickt.
Oh, wo ist das? Du hast noch genug Geld dafür. Ich hab dir 100. Oh, da ist die. Ich brauch auch noch ein bisschen Geld, ne? Heiko. 60 würde mir sehr helfen. Ja. Ist es in Ordnung, wenn ich mir danke. Von Msap die beiden Provinzen nehme, statt die eine Provinz, wo ich... Hast du die erste Ideengruppen? Ja, kannst du haben. Warte, hast du Admin-Tech 5? Nein, habe ich nicht. Deshalb komme ich hoch und frage, bevor ich dann Frieden mache. Wann hast du Admin-Tech 5? Bist du kurz davor? Demnächst, ja. Ich brauche noch so 140 Punkte dafür. Ja, nimmst du ja kein Problem. Kaiser, kannst du mal kurz drüber gucken, grob, und ich würde sagen, bei 100 Punkte, wenn die noch fehlen zur nächsten Admin-Stufen, dann kann das von mir aus machen. Da sind wir jetzt tolerant. Venedig? Wie sieht es mit Frieden aus? Für alle, die mal rumheulen, dass ich mich nicht an meine Regeln halte, ich dehne die Regeln auch gern. Die sind mal aufgeschrieben, dass man welche hat, aber die dienen ja einem Zweck. Und in dem Moment, in dem eine Regel ihrem Zweck nicht mehr dient, wird sie von mir natürlich nicht mehr vollziehen. Man kann es auch so sagen, Heiko hat gute Laune, weil er gerade gegen Gegner, der keine Truppen hat, gewinnt. Das auch. Heiko, die ungarische Armee kommt. Und mein Bier ist immer noch kalt, obwohl sie seit weiß Gott wie lang steht. Heiko, die ungarische Armee. Die ungarische Armee ist jetzt wieder vom Rückweg zu euch. Ja, oh, sie kommt jetzt. Oh. Weil wir Heiko, haben den die gemacht. Regeln, wir Wüstenfuchs deine Hose. So, ich hol mal noch ein Bier. Was? Hä? Was? Ja, ich glaub, alle besaufen die Gezüller. Das wäre schön, wenn jetzt alle nur noch ein bisschen Despo holen und am Ende eigentlich nur noch rumge. Ja, Tobi, ich habe extra den Biervorrat beschränkt, aber ich glaube, unser Mitbewohner Josh, der feiert später eine Party, dann kann seine... warte mal, hast du das mitgehört? Hast du das mitgehört, was er gesagt hat? Nee. Der hat mich gefragt, ob er den Wein haben kann. Und der Wein, klar, er kann den Wein haben, weil der Wein lange abgelaufen ist. Also den habe ich mit Pia getrunken, bevor sie auf Weltreise gegangen ist. Und das war vor 2 Monaten. Seitdem ich weine so lange haltbar. Was ist das, weiß oder rot? Weiß. Bitte? Ja, weiß kann ablaufen, gut. Ja, genau. Ist der denn kühl gelagert worden? Er ist im Kühlschrank, aber trotzdem. Ja, der ist noch gut, mein Freund, der ist noch gut. Wirklich? Ja. Der hält so lange. Und selbst Was mein ist Gott. Dann jetzt die Entscheidung, bevor ich wenn den... Wenn du weiß im Keller lagerst, dann hält der auch ein halbes Jahr. Ja. Wie lange musst du den Krieg denn hinauszögern? Ja... Also du musst den Krieg jetzt so ein bisschen halten als Strafe quasi. Du kriegst damit jetzt einen gewissen Grad an Kriegsmüdigkeit. Und dann ist das, denke ich mal, ein fairer Deal, oder? Wie lange muss ich... Bis du 100 halten? Punkte nur noch fehlen zum Admin-Tech 5. Friday okay. For Future. Deine Meinung. Ah, verdammter Film. Wüstenfuchs. Grundgedanke, okay. Umsetzung manchmal schwach. Umgang damit ganz schwach. Aber von allen Seiten. Von der Regierung her. Gut, danke. Aber die Aussage, warum wir nicht in der Freizeit sozusagen Gottes ziehen gehen, ist auch dämlich. Ja, das macht alles. Ich sag ja, das meine ich mit umgangsschwachsinnig von beiden Seiten. Echt so, weil wir spielen lieber EU4. Was ich aber. Nein, ich hab. Doch. Egal, ich hatte eine Stabilität. Nein, ich hab keine Stabilität verloren. Alles gut. Wer hat das gerade Tobi! Alter, du bist User Gott. Left Halt also. Nee, auf was ich hinaus wollte. Ich demonstriere nebenbei. Ich finde aber auch die Arroganz ein bisschen von, beziehungsweise bei dem Alter ist keine Arroganz und Naivität von Friday for Futures teilweise schwach. Da setzen sich schon alle zusammen und löten aus, was nur geht, ohne dass irgendwas komplett kollabiert. Finden ein Ergebnis beim Kohleausstieg und die sagen, ihr macht gar nichts und ihr macht bla 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 und macht ja nur, dass Konzerne wollen. Der Kohleausstieg müssen wir mal kurz sagen. Ewig spät, aber durchaus früher als ich weiß es gerade nicht. 2038 oder so? Irgendwie so, irgendwann mal in 30ern. 2038 und in 4 Jahren wäre es zu spät. Ich sag's nur, ja, nee, das ist eine Theorie. Das ist eine Theorie, die nicht bestätigt ist. Ich leugne hier, bevor alle rumhalten. Nein, ich leugne nicht den Klimawandel, ich leugne diese Theorie. Wenn jeder Klimaexperte auf dieser Welt sagt, nee, diese Theorie. Diese Theorie, dass es in 4 Jahren zu spät ist, dass man dann diesen Point Zero übersteigt, das sagen nicht alle. Alle sagen, klar, Klimawandel und so, natürlich, sicher. Aber diesen Point Zero, den übersteigt sich. Und vor allem, da gilt halt auch wieder das Argument, wenn Deutschland sich totwirtschaftet, hat kein Mensch was davon. Deutschland hat nämlich keinerlei Einfluss wirklich. Unser CO2-Ausstoß liegt bei irgendwie 2%. Selbst wenn wir den komplett reduzieren, endet es an der Welt nichts, was Deutschland aber kann. Und das kann Deutschland sehr, sehr gut. Deutschland kann... einfach China und Amerika stoppen. Deutschland kann eine Vorbildsfunktion einnehmen, wenn irgendeine scheiß Insel auf erneuerbare Energien setzt, das kann ja jeder. Nein, aber Deutschland, wenn Deutschland es schafft, diesen Umweltschutz voranzutreiben, wenn Deutschland es unter den deutschen Bedingungen, wir haben nichts außer unserer Industrie, wenn wir es schaffen, ohne unsere Industrie zu töten, Umweltschutz zu betreiben, wenn wir das hinkriegen, dann ziehen viele Länder nach. Und genau das ist eine einmalige Chance, mit der Deutschland mit eigentlich seinem geringen Einfluss beim Thema Umweltschutz einen gigantischen Einfluss haben könnte. Man darf es nur nicht verbocken, das ist das Allerwichtigste. Man muss da so gut es geht durchkommen.
Und das schafft man halt nicht, wenn man sein Land kaputt wirtschaftet und ja später Armut ausbricht. Das hat dann auch keiner das was davon. Das hat man eher den gegenteiligen Effekt, dass das dann niemand machen möchte. Richtig. Ich muss ja, kurz anhaken, was nicht zum Thema passt, aber Serhan schreibt, er findet es nervig, dass die Leute in Hongkong protestieren. Ich finde es gut. Keine Ahnung, ja, was da gerade abgeht und wie schlimm das dort eigentlich ist. Und ja, ich meine, jeden in Hongkong aktuell Mitleid. Der heißt ja Serkan, also ist es wahrscheinlich ein Türk. Ich meine, wenn wir jetzt die türkische Situation haben. Ich habe da unten ein Fenster aufgemacht, ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe eine aufgeben. Der wichtigsten Schlachten hier gewonnen, okay? Ja, ich habe es gesehen. Ich habe da unten ein Fenster offen und ich krieg das nicht zu. Kann mir einer sagen, wie das geht? Was soll hier heißen, ihr habt eine wichtige Schlacht gewonnen? Wir haben hier 30.000 Ungarn mit Zerstörungsgeneral besiegt. Wir haben mehr zerstört. Weißt du wohl. Egal, ob du in Deutschland wohnst, das Provence Osmanen, die hier rausschmeißen. Warte, was ist mit Osmanen, was? Kannst du die Provence aus deinen Handelsdiegel rausschmeißen? Kann ich das? Das ist die Frage. Sollst du es lieber machen? Ich weiß nicht, ob... Ja, ich könnte's. Kriege ich dafür Geld? Nee, sonst exkriminiere ich dich. Das wäre Drohung. Du verstehst manchmal, glaube ich, nicht, was Drohungen sind, oder? Ich habe nicht gecheckt, dass es eine Drohung war, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht mal, mit wem... Ich hätte, glaube ich, mehr machen können in dem Krieg, aber ich bin eigentlich zufrieden. Mr. No kurz an alle, ich habe gerade eben Ungarn ziemlich kaputt gemacht. Ich habe meine Provinz genommen, ich hatte auf alle Anspruch oder Chor. Wir haben Ungarn kaputt gemacht. Ja, wir haben Ungarn kaputt gemacht und ich habe sie gerade eben dazu gezwungen. Warum keiner von euch das gemacht hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich sie dazu gezwungen, ihr Bündnis mit Österreich aufzulösen. Mr. No Man, ja, es ist gut, aber es ist die falsche Art, wie das gerade in Hongkong passiert. Weil du musst dir denken, die Polizei kommt nicht mehr klar und die Polizei heuert die Yakuza an, die sich verkleiden und jetzt die Leute dort schlagen. Also... Wüstenfuchs? Es gibt natürlich eine bessere Lösung. Die Methoden sind ja natürlich nicht so pralle, aber... Ah, für Provence gehe ich nicht in den Krieg gegen... Okay, gut, sonst wäre es 6 Tobi! Danke dir für deine Kooperation. Ja? Ich kann deine Schulden übernehmen. Achso, du hast keine Schulden. Nee. Ich hab mir nämlich gerade eben 800 Dukate oder so vom Ungarn geholt. Ich glaube, irgendwer hat mir... Das war Wüstenfuchs. Wüstenfuchs, wie viel Geld hast du, dass du den Leuten immer so viel Kohle schenken kannst? Ich hab 700 Dukate gerade. Also, willst du was? Ich hab fast so viel wie du, aber... Wer hat noch nichts? Wer will noch mal? Ich hätte auch noch gerne ein bisschen Finanzspritze. Ich finanziere hier Angriffskriege überall. Ich würde mal gerne. So wie Tobi in HOI. Ja, ich würde gerne noch. Man hilft sich, ne? Man hilft sich. By the way, Tobi, du machst eigentlich mit Konstitution. Ihr Wissenburg schreit. Oh. Will mal. Warst du nicht damals die Schweiz, als ich studieren war? Gut, also, darf ich kurz mal einen Kommentar beantworten? Tobi spielt immer die Schweiz. Wumu, es stimmt, Fridays for Future haben keine Proteste angemeldet, aber ich sehe das wie ein Streik fast. Ein Streik muss auch angemeldet sein. Du auch nicht an. Doch. Ja, bei so einem Fabrikstreik auch, das weiß ich gerade nicht. Weiß ich weiß nur, dass mein Vater sich immer aufregt, so, ja, wir streiken in 2 Wochen, aber dafür haben wir 2 Wochen lang mehr Arbeit. Ja, ich weiß nicht, wie das bei einem Lockout ist und sowas. Ja. Es stimmt schon, dass man das, wenn man auf die Straße geht und da randaliert und sich vom Bundestag stellt und so, das sollte auf jeden Fall angekündigt sein, allein wegen der Sicherheit, wegen der anderen Leute dort. Aber wenn man jetzt nicht in die Schule geht und das dagegen protestiert, ob man da wirklich eine Genehmigung braucht, ja. Die Frage ist halt, gibt es halt ein Versammlungsrecht in China und wird das eigentlich auch überhaupt... Es geht gerade um Friday for Future. Also. So, okay. Ja, in Hongkong ist gerade ein Ausnahmezustand. Ich weiß nicht, ob der nationale Notstand schon erklärt wurde. Nee, noch nicht. Aber noch warum nicht? Genau hat eigentlich Hongkong, warum wollten die unbedingt von England unabhängig werden? Ich meine, die wussten doch, was die in China waren. China hat sich einfach gesnackt von England. Nein, pass auf, historisch gesehen. Es gab, die Briten haben Hongkong von der damaligen chinesischen Regierung. Ja, ich weiß, sie haben sich für 90 Jahre geliehen, aber die Hongkonger hätten ja eine Volksabstimmung machen können und sagen wollen, und nee, Tobi, wir wollen da bleiben. So. Ja, aber dann werden die Chinesen da rein. Ganz gut, ich muss mir jetzt wieder ein neues Bündnis machen. Partner suchen, weil mir mein Schottland hier abgesprungen ist, um Moskau halt abzuschrecken. Achso, okay, ja, aber Schottland hat irgendwie was von England erobert, oder? Das sieht witzig aus. Die machen jetzt halt, glaube ich. Und die UN hat Druck gemacht wegen Dekolonialisieren. Scheiß UN. Ja, die in Hongkong tun mir echt leid, also was da abgeht, puh. Da möchte ich gar nicht sein, weil da wird jeder geschlagen gerade. Ja, ja, wer wollte eigentlich letztens noch ein Bündnis haben? Will irgendwer ein Bündnis? Ich wollte mit dir ein Bündnis haben. Danke an Lord Roy Dix11 für den Tipp. Das war sehr, sehr gut. Sorry. Warte mal, Tobi, ich würde gerne ein Bündnis mit dir haben. Also. Tobi, du musst erstmal meine Unabhängigkeit unterstützen. Junge, ich bin ja beliebt, als ich dachte. Du spielst doch gar nicht mit!
Ich hab sogar perfekt die Festung. Okay, also schickt einfach mal. Auf schickt Polen. Mal. Auf Ungarn. Ja, warte mal. Tobi? Ja. Muss man meine Beziehung verbessern? Ich kann noch nicht die Unabhängigkeit von dir unterstützen lassen, weil die Beziehung. Warte, ich habe übrigens über 50 Machtprojektionen für alle. Das bedeutet, ich habe mehr Admin, Diplo und Militärpunkte, was schönes. Hier haben wir. Ich habe 50er Bizeps. Bist du stolz? Wow. Ich wieg 85 Kilo. Echt so? Sagst du das nicht jedes Stream? So? Ich? Ja. Vielleicht. Reden, gell? Beziehung verbessern. Ja, Beziehung verbessern. Aber es verteilt sich bei mir besser wie bei dir, glaube ich. Ja, bei mir verteilt sich immer noch schlecht. Ich habe kein Fett am Körper, außer am Bauch. Da sammelt sich alles. Sag mal so, ich bin halt 1,5. Ich bin fast 1,85 groß, 15 Jahre alt und wiege 85 Kilo. Ich bin gut gebaut. Ich glaube, das nennt man übergewichtig, aber. Wüstenfuchs? Nein. Wüstenfuchs? 1,85. Ja, was ist das? Kilo. Ist das doch perfekt? Ist perfekt. Größe minus 100, perfekt. Ja, nee, eigentlich, wenn du einen breiteren Körper hast, dann kannst du nochmal 5 Kilo drauflegen, aber sonst. Tobi, du wolltest ja passen. Du kannst nur bei mir Toten Bauernkrieg. Bündnis schicken, wenn du willst. Yeah, yeah. Ja, aber ja, irgendwie, ich schick dir mal. Ich würde es nicht annehmen, also das ist das Problem. Das dürfen wir doch nicht, oder? Ja, die Weltkarte kann ich euch leider nicht zeigen. Ja, aber... stirbt gerade. Bayern stirbt. Wobei, es macht keinen Sinn. Ach du Kacke. Ich nehme mir jetzt mal kurz Kaiser raus. So, hi. Kannst du mir mal sagen, was auf der Welt passiert? Du hast ja einen größeren Überblick. Ja, genau. Und zwar verbreitet sich gerade Min, aber das ist ja nun kein Spieler. Langzang hat sich da fast alles gegönnt aus Indochina. Er hat sich ein bisschen vergrößert. Mhm. Der Azteke hat am Anfang eine geklatscht bekommen und hat sich dann wieder aufgerappelt. Das sieht irgendwie auch ganz gut aus. Ja, sonst eigentlich noch Argon. Mhm. Die haben sich da in Kassilien ausgebreitet. Der Engländer wurde von Schottland und glaube Portugal teilweise wurden die halt übernommen. Schottland wird gespielt, oder? Ja, Schottland wird gespielt, sehr das gut. War ja dein Wunsch. Genau. Ja, das ist mal interessanter als immer nur England. Ja. Osnabrück hat sich mal verdoppelt. Nicht Osnabrück, Münster. Ja, Bayern haben wir ja gerade gesehen. Geht ein Berg ab. Mhm. Der wir müssen mal nicht ersprechen. Warum genau geht Bayern bergab? Ist da irgendwas vorgefallen? Weißt du das? Ich gucke jetzt gerade mal nach. Die haben zwei Kriege. Einmal die zweite böhmische Eroberung von Staubig. Also Böhmen hat angegriffen. Mhm. Und Augsburg hat das anscheinend ausgenutzt und hat sie auch angegriffen. Also ein Zwei-Fronten-Krieg, könnte man sagen. Ja, okay. Gut, sonst noch Venedig halt gegen Ungarn. Da ist eigentlich nicht so viel. Kurz in-game, ich habe gerade eben Prestige geopfert, um mehr Zustimmung bei meinen Adligen zu bekommen, weil ich hatte negative Stabilität, deswegen hat es bei mir den Bauernkrieg getriggert und ich brauche 50% Rekrutenreserven, damit der weggeht. Und ich glaube zwar, die Zeit reicht locker, aber wenn ich da eben mehr Loyalität habe, dann bekomme ich schneller Truppen. Und das ist durchaus sinnvoll. Im Bauernkrieg kannst du eigentlich, glaube ich, auch verhindern, wenn du Scheuität 1 hast, wenn ich mich recht erinnere. Ah, okay. Ja, ich will jetzt aber nicht noch mehr Admin-Punkte verschenken. Ich brauche die ja für eine religiösen Ideen, wobei ich jetzt die nächsten Punkte, glaube ich, mal noch nicht brauche, nicht so schnell. Soll ich vielleicht erstmal den nächsten Admin-Tag nehmen? Danzig ist unzufrieden. Wieso ist Danzig? Höhere diplomatische Technologie aus Polen, Entwicklung und böswillig. Ich muss die, glaube ich, beschwichtigen. Da führt es kein Weg dran vorbei, weil ich bin schon bei 81%. Das kostet mich aber 20 Prestige und 20 Prestige ist echt teuer. Ja. Ah ne, ich habe erst 38. Ne, genau, ich habe erst 38%. Scheiße. Was würdest du mir empfehlen, was ich da am besten jetzt mache, um die wieder auf Linie zu bringen? Notfalls einfach einmal Perser beschwichtigen. Okay, vielleicht soll ich das machen? Vielleicht auch die Schulden tilgen. Ja, die Schulden tilgen. Ah, ich kann Schulden tilgen. Sehr gut. Okay, genau. Alles gut. Wunderbar, danke. Genau, kein Problem. Bis es wieder runtergehen, ja. Ja, stark runtergegangen. Na, 70 Dukaten sind besser als 20. Ja, definitiv. Ja, sonst eigentlich ist alles gleich geblieben. Der Inka, der hat sich verdoppelt. Die kann er wahrscheinlich bald das Inka-Reich gründen. Mhm. Und sonst, der Mameluke, der ist jetzt in Saudi-Arabien aktiv. Der ist jetzt schon fast an Hormus dran, an der Straße von Hormus. Bedeutet, der Mameluke wird ziemlich stark, oder wie? Ja, der Timuride hat es auch irgendwie geschafft,
sein Land zusammenzuhalten, hat jetzt alles, seine ganzen Marionetten geschluckt. Okay, sehr gut. Und ist jetzt auf dem Vormarsch. Er hatte mal einen Clinch mit Ming, musste aber einstecken dafür. Okay. Jetzt versucht er wahrscheinlich nach Indien überzulaufen. Okay, oder was machen wir dagegen, dass der Mameluke zu stark wird? Der Mameluke, wir müssen wahrscheinlich darauf hoffen, dass die Timurinen und die Mameluke sich irgendwann battlen, dann, dass sie sich dann gegenseitig etwas beschäftigen. Okay. Dass Osmane vielleicht auch nicht gleich weggeholt wird, damit er sich aufbauen kann, auch dort mitmischen kann. Das wäre natürlich das Optimalste. So ein Dreifrontenkrieg. Sonst Japan, ja, ein Uesugi. Da hat er auch schon ein paar Provinzen genommen. 4-5 Provinzen. Führt den Krieg gegen Oda. Und gegen... Ja, das war's eigentlich schon fast. Okay. Also alle auf einem guten Weg. Wunderbar, ja, das ist ja nicht schlecht. Kreuzzug gegen Mameluke. Ja, das wäre doch mal eine Idee. Das könnte man vielleicht irgendwann mal machen. Das klingt nicht schlecht. Aber gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder runter. Mal sehen, was die da zu reden haben. Danke. Ja, wir wollten gerade runterkommen. Ja, wow, das macht ja gar keinen Sinn. Ja, wir wollten also echt in der Sekunde runter. Hä? Was? Was ist hier passiert? Ja, Clay wollte hoch. Irgendwer hat ihn hochgemoved in der Sekunde, in der ich gerade runtergekommen bin quasi. Bayern ist jetzt tot. Ja, das ist ärgerlich. Oh, was ist mit Johannes passiert? Ja, Böhmen, Salzburg und Augsburg haben angegriffen. Ah, warte mal, Johannes spielt gar nicht mehr, oder? Es ist irgendwie ein bisschen... Autsch! Also, au! Nee, Johannes spielt nicht mehr. Okay, Ingolstadt. Ah, doch, er ist noch drin. Doch, er spielt noch. Hey. Er ist noch drin. Ja, Boris dann Johnson ist eine Sache. Ja, nee, der Krieg ist ja eh zu. Der hat halt nur noch 3 Provinzen, ist halt doof, ne? Okay, er hat 673 Dukate Schulden. Wollen wir alle zusammenlegen und seine Schulden übernehmen? Ja, übernehmen 200 okay. Er hat mich zum Erdrivalen erklärt, also er... Gib mir das Geld und ich übernehme seine Schulden dann. Aber ich brauche dafür mindestens 400 Summe von allen zusammen, dann mache ich's. Er hat eine Staatsehe mit Frankreich, Österreich und Sachsen. Okay, Leute, ich brauche noch ungefähr 300 Dukate, ein bisschen weniger. Ich kann auch nochmal meinen IBAN reinposten, wenn ihr wollt. Bankverbindung gib, auch gib noch. Ah lol, Bayern hat keine Schulden mehr. Soll ich das Geld zurückgeben? Heiko, 125. Oh, ich wollte lol, wieso hat er keine Schulden mehr? Heiko, wir werden es halt trotzdem. Insolvenz angemeldet. Genau. Ah, okay, das geht natürlich auch. Wir hätten ihm vielleicht... Das Geld welches Land bist du? Venedig. Ja, ich gib's. Wir behalten das leider, tut mir leid. Also, du spielst nicht damit. Der ist Schwabe, der behält das. Der muss ja sporen. Wir können Kriege zwischen anderen Großmächten eingreifen. Frankreich gegen Aragon. Ich könnte auf Seite von Aragon in den Krieg eintreten. Florenz, Krieg. Krieg. Ja, mal gucken. Ich muss einen Anspruch machen. So, wir gucken gleich mal, wie die Situation aussieht. Ja, gut, der Burgund. Verbündete wäre Frankreich. Okay. Du hättest nicht Burgund spielen lassen, sondern ist ein bisschen übermächtig. Hä? Duisburgs, musst du so viel in dein Mikro blasen? Sorry. Ich wollte nur sagen. Ich finde übrigens auch das Bündnis zwischen Burgund und Aragon ein bisschen übermächtig. Ja, Heiko, da kann man eigentlich nichts dagegen machen. Ja, nicht. Also, du hast doch gesagt, es gibt diesen Bündnisbruch, wenn ein Bündnis zu übermächtig wird. Das wäre jetzt zum Beispiel der Pfahl. Würde ich. Pfahl oder der Pfalz? Wart mal kurz, Burgund und Aragon sind großmächtig, die dürfen gar nicht miteinander verbündet sein. Easy. Ah, okay. Geht mal jemand runter und sagt es denen. Jo, ich mach's. Geht mal einer runter, bitte. Ich glaube, ich habe mich jetzt Idee, aber werdet mal ein bisschen schlechter. Ne, aber ich glaube, wir können die gerade nicht angreifen. Ich habe gerade zu wenig Manpower und so. So, Boss hier. Heiko. Guck mal, wo Boss hier ist. Das ist diese eine Küstenprovinz. Die haben mich gerade beleidigt. Der Sack von Ungarn, sag ich mal. Ah. Ich seh's. Ja gut, man wird aber ständig von solchen Ländern beleidigt. Das ist immer ganz witzig. Die haben ja nichts anderes zu tun. User joined your channel. Die sagen, eine Großmacht Bündnissen erlaubt, oder? Nee, also da haben die es falsch verstanden. Ein Bündnis darf genau eine Großmacht sein. Ah, okay. User left also, klar, macht ja gar keinen Sinn, weil zwei Großmächte, ja, so viel Bündnisse hat man ja kaum, da ist ja schon. Ich finde das gut, ich hätte das gelassen. Übermächtige Bündnis. Ich habe sogar noch am Anfang gesagt, dass ich als Polen keinen Bündnispartner haben darf, der Großmacht ist. Ich bin übrigens Großmacht Nummer 5. Das mal erwähnt haben. Bravo, Heiko. Danke. Mal sehen, wie lange ich das halt. Müsstet ihr jetzt ihr Bündnis auflösen? Ja, eigentlich schon.
Ja, sie sind so, Leute, ihr könnt doch mal den Like-Button drücken. Wie kann das sein, dass hier 95 Leute zuschauen und nur 40 like Likes subscribe. Da sind? Und lass einen Kommentar da. Drück mal alle auf den Like-Button bitte. Man drauf. Kann nicht kommentieren in dem Livestream, das weißt du schon, oder? Man kann das sehr viel, da kommentieren auch gerade Leute. Will mal jemand kurz den Chat überfliegen, mir sagen, was geht. Ja, man ja, kann das mache ich die ganze Zeit, aber ich werde immer unterbrochen. Dann fang mal an. So! Dürfen wir jetzt noch den Krieg in Frage fertig genau führen? Genau das ist es. Von mir aus, aber... Ja, aber das finde ich halt nicht so durchlässig. Ja, dann sollen die halt... Jeder darf nur eine Provinz nehmen oder so. Ah, das ist eine gute Regelung. Ja, Novgorod. Sag denen das mal was? Heiko, ja, den Kaiser... Du hast es abgelehnt. Ja. Kaiser, geh mal den runter und sag, dass denen ihr Krieg eigentlich so nicht erlaubt ist und die jetzt mit dir irgendwie einen Kompromiss suchen. Mein Vorschlag wäre, die dürfen den Krieg führen, aber jeder kriegt nur eine einzige Provinz. Ja, und danach müssen sie aber das Bündnis... Und danach müssen sie natürlich das Bündnis auflösen, logischerweise. Ja, das Bündnis brechen sie nach dem Krieg aus, haben sie mir gesagt. Genau, und jetzt noch, dass der Krieg ist, darf so eigentlich gar nicht geschehen. Eigentlich müsste man jetzt sagen, die dürfen da gar nichts machen, die müssen weißen Frieden machen. Das finde ich aber scheiße und wenn sie es falsch verstanden haben, dann... Wegen welcher Regel? Nochmal? Ist nur eine Großmacht pro Bündnis. So. Okay, gut. Johannes ist weg. Ja, das ist ärgerlich. Da ist er weg. Aber hat er den Armkerl mal anfangen im Live. Ich habe mal eine Frage. Granadische Nationalisten greifen Mantua an. Das ist ein Screenshot wert. Das ist eine Frage, ja. Darf ich eine KI-Nation im White Peace raushauen? Ja, klar. Hör auf, Sachen zu sagen. Halt mal, was ist mit Länder freilassen? Nee, gar nichts. Das ist die einzige Bedingung, weil der Krieg ja an sich illegal ist. Okay, gut. Ist nicht jeder Krieg irgendwie illegal? Los, mir bitte 100 Dukaten nee, tatsächlich. genau. Sollen froh sein, dass sie überhaupt was kriegen. Länder, das muss sich ein Admin anschauen und sagen, ja, okay, der Krieg ist tricky, da macht es Sinn, aber man darf es per se erstmal nicht, muss jemand drüber schauen, aber wahrscheinlich sagen wir ja. Okay. Wüstenfuchs, ja. Komm zu mir. Können wir bitte zusammen nach unten gehen? Oh je. Mein Channel, weil ich würde jetzt gerne Krieg führen. Erstschlagpläne, okay, wo gehen wir hin? EU4-2. User left your channel. User left your channel. Hey Heiko, magst du mir mal Rechte geben? Was für Rechte? Menschenrechte. Dass ich in deinen On-Air-Channel joinen kann? Da kann niemand rein, dafür ist er da. Wirklich? Ja. Kann ich mehr Rechte als Wüstenfuchs haben? Hast du schon. Einfach so. Du bist Deutscher. Nee, ich bin Österreicher, aber das ist sehr nett von dir. Heißt das nicht dasselbe? Rebellen haben die Grenze überschritten. Ja, gehört ja praktisch dazu. Ja. Wo haben da Rebellen jetzt... Bei Zempli. Ah, lol. Ja, die also 2000 Rebellen haben da gerade eben meine Armee ein bisschen zerlegt. Mann ja, ich habe 700 Mann verloren, ist jetzt nicht so schlimm. Heiko, das ist eine Lüge, weil Kaiserreich Tübi hat mich vorhin deinen Channel hochgemoved. Ja, der hat auch LP-Wege Assistent. Ja, das sag ich doch. Der darf also, dann. Was gilt's denn? So, soll ich Autonomie Heiko, weniger machen? Also Autonomie monatlich minus 0,05? Oder soll ich akzeptierte Kulturen machen? Kulturen würde ja Sinn machen, weil ich so viele... Akzeptierte Kulturen. Ja, das ist gut. Okay. Kulturen ist besser. Ich halte mich daraus. Aber nicht Multikulti werden, ne? Ja, kann mir mal jemand erklären, wie das mit den Kulturen genau funktioniert? Du hast auf deinem Reiter in der zweiten bei der Regierung, siehst du ja akzeptierte Kulturen und nicht akzeptierte Kulturen. Mhm. Du hast eine Kulturgruppe. Und deine Hauptkultur ist sicherlich also polnisch irgendwie. Westslawisch ist die Hauptkultur. Westslawisch ist deine Kulturgruppe, von denen, die jetzt nicht, also in Westslawisch drin sind, aber nicht polnisch sind, hast du auch, akzeptierst du teilweise. Aber alle anderen Kulturgruppen akzeptierst du nicht und die haben dann halt eben die Buffs. Die beschweren sich halt. Genau, die wollen sich halt eben gegen deine Regierung auflehnen. Und du kannst jetzt Kulturen kannst du jetzt akzeptieren. Da gibt es so einen Schalter dafür, irgendwie musst du dafür, glaube ich, 100. Der ist halt rechts daneben. Genau, rechts daneben. Steht. Da kannst du dann die Kulturen akzeptieren, die werden dann halt eben zu deinen akzeptierten Kulturen, die lehnen sich dann nicht mehr gegen dich auf. Und dann verschwinden auch die Debuffs diesen Kulturen. Also den siehst du unterhalb von den akzeptierten Kulturen, den Reiter siehst du für geförderte Kulturen, also das Maximallimit. In dem Falle 1 von 5. Mhm. Das Wort annehmen hilft. 8%. Gut. Geht's bei den Mamelucken eigentlich mit richtigen Dingen zu, weil er so viel erobert immer? Kann er auch so viel fordern? Ja, Wummnummits, das ist ein schweres Thema und da würde ich nicht so urteilen. Bei was? Ja, weil er sagt, er findet es nicht okay, dass die
dass die Kurden da gegen die Türkei kämpfen und dass die Türkei gegen die Juden ist. Sind. Ja, aber die Kurden wollen ja schon immer Unabhängigkeit, das ist ja... Die Kurden sind einfach ein unterdrücktes Volk. Sagt ihr mal nicht gegen die Kurden, für die Kurden, sonst werdet ihr nachher nicht in die Türkei gelassen. Da habe ich eigentlich auch nicht vorhin. Da möchte ich unbedingt hin. Ich aber fahre nur mit... Kein Witz, ich glaube, wenn ich in die Türkei gehe, dann werde ich an der Grenze verhaftet. So oft, wie ich mich negativ geäußert habe, aber überall, halt auch auf Social Media und überall. Das würde schief gehen. Ich finde das super, was der Erdogan macht. Du stehst ja auf der schwarzen Liste. Der Abschussliste. Der Abschussliste. Du wirst nicht mal mehr gefangen genommen, da wird einfach zack und weg. Ja, genau. So ungefähr. Macht der Erdogan eh auch mit Kleinkindern. So, ich geh jetzt noch aufwärmen. Was gehst du? Essen aufwärmen. Okay, Essen. Happa, happa. Hunger. Richtig geil. Schweinsbraten mit Knödel. Da. Also, läuft's bei euch so? Mega. So, Kaiserreichsadler? Ja. Könntest du dir mal bitte meinen Krieg gegen Sachsen anschauen? Jo, mach ich mal. Darf ich da Hessen raus, Frieden senden, indem ich Kassel fordere? Das geht nur, wenn du mit, in dem Falle mit, Sachsen in Frieden schließt. Mit Sachsen in Frieden schließt. Gut. Separatfrieden sind nur erlaubt, wenn es weiße Frieden sind. Okay. Böhmisch mit Österreich im Krieg, ja, die lassen wir natürlich durch. Geht über Florenz und den Papst. Jetzt warte mal, wo sehe ich welche. Ah, Staat von Slowakei. Okay, deswegen, wenn ich jetzt diese slowakische Kultur hier annehme, dann kriege ich wahrscheinlich die Rebellen nicht, oder? Du akzeptierst slowakische Kultur nicht, weil die in einer anderen Hauptkulturgruppe sind. Aber ich kann sie akzeptieren mit 99 diplomatischen Punkten. Genau. Lohnt sich das? Wenn du noch mehr Provinzen mit slowakischer Kultur, also wie viel Anteil an deiner Entwicklung hast du gerade? Oh nein! Weiß ich nicht, aber ich hab steht daneben. Aber mal kurz. 8% glaube ich, oder? 8%. 8%, ja. Dann lohnt sich das nicht. Nein, du musst. Okay. Wenn das irgendwie 20% sind, dann lohnt sich das. Okay, es lohnt sich ja deswegen vielleicht, weil ich da vielleicht demnächst Rebellen kriege, aber es sieht so aus, ob ich die unter Kontrolle kriege. Das sind dann sicherlich Nationalismusrellen, also die Nationalismus geht dann nicht weg. Okay, dann lohnt sich's nicht. Ich würde auf jeden Fall. Das sind dann sicherlich keine slowakischen, sondern ungarischen Nationalisten. Ich würde auf jeden Fall schon mal vier Kulturen freilassen, also Litauisch, für Litauisch, Weißrussisch, Ruthenisch und Ryazanisch. Genau. Wenn du dann halt später Litauen übernimmst. Okay. Weil das hat mehr Auswirkungen auf deine Stabilität als ein paar slowakische Provinzen. Genau. Okay. Einfach. Und du siehst auch, wenn du zum Beispiel auf eine Provinz in deinem Süden klickst, das ist ja eine ruthenische Kultur, die hast du dann als akzeptierte Kultur drin und da kriegst du keine Debuffs für. Okay. Es gibt auch so eine Kulturkarte, da kannst du sehen, welche Kultur du halbwegs akzeptieren würdest. Die finde ich unter politisch, oder? Unter politisch, ja. Unter Kulturen, also direkt unter Kaiserreich, da siehst du das in so ein Gruppen eingeteilt. Da hast du Gallo-Romanisch in Frankreich, Deutsch natürlich in Deutschland, unter dem Westslawisch. Oh, der Part geht viel zu lang. Aber mir ist noch aufgefallen. Moment, wir machen das mit den Kulturen gleich fertig. So, der Part ging jetzt länger und da haben die Zuschauer auf YouTube Glück gehabt. Passiert sich nicht viel, wir stabilisieren gerade das Land und ich annektiere nebenher Danzig. Und ja, ich denke, es läuft eigentlich ganz gut. Manche Spiele wären ein bisschen zu mächtig, das wollte man eigentlich verhindern, aber es könnte definitiv schlechter laufen. Ja, dann war es das jetzt soweit von mir. Ich hoffe, dass der Part euch gefallen hat. Nächstes gehe ich vielleicht auch wieder, also gehe ich stärker auf die Kommentare ein und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute!